Hi, jetzt darf ich eine Frage beantworten, die viele von euch beschäftigt und die ihr gerne an die geistige Welt stellen wollt oder ans Universum oder an das, was da so ist, was mehr weiß, als wir im Augenblick wissen. Und zwar, wann endet das Ganze? Wann endet die Situation, in der wir gerade sind? Wann hört es auf? Also wir als Menschheit, als Kollektiv und unser Bewusstsein und jeder Einzelne beeinflusst, wie lange was dauert hier unten in diesem Zeitgefühl, ja, in der Dimension, in der es Zeit gibt. Das heißt, es ist nicht festgelegt, es ist nicht festgeschrieben, ja, also selbst wenn ich jetzt die Akasha-Chronik befrage, wo ja alles drin ist, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, in diesem Feld des Jetzt. Selbst wenn wir da nachfragen, gibt es unterschiedliche potenzielle Möglichkeiten der Zeiträume, ja, und somit auch des Enddatums, des Endzeitpunktes. Und das dürfen wir uns bewusst machen. Wir haben Einfluss darauf, wie lange es noch dauert. Und da ist natürlich die Frage, super, wie kann ich denn dazu beitragen, dass es vielleicht nicht mehr so lange dauert, dass es schneller rumgeht, dass es jetzt dann ein Enddatum gibt und fertig und dass wir dann in die nächste Phase, was auch immer das ist, eintreten dürfen. Das können wir. Und das Erste, was wir tun können, um dabei zu helfen, wenn das unser Wunsch ist, dass es schneller vorbei ist, diese Thematik ist, in der wir uns nicht mehr damit beschäftigen, dass es schneller vorbei ist. Denn schon dieser Wunsch, ich kann es total verstehen, die meisten Menschen können es wahrscheinlich verstehen, aber schon dieser Wunsch, es möge doch jetzt bitte endlich rum sein, trägt die Energie von dem, was wir nicht wollen. Es trägt die Energie von Ungeduld, es trägt die Energie von Schwere, es trägt die Energie von all dem, warum wir aus dieser Situation heraus wollen. Ja, und das ist immer so mit dem Gesetz der Anziehung. Wogegen wir sind, das erhalten wir. Also schon in diesem Wunsch, ich will, dass es jetzt dann irgendwann ein Ende hat, wenn wir nicht ganz präzise schauen, welche Schwingungen sende ich damit, ist es in der Regel so, by default, ja, kommt mit der irgendwie, wie heißt es, Betriebsinstallation unseres Wesens, also so wie wir ursprünglich programmiert sind, senden wir die falschen Signale energetisch ins universelle Feld, nämlich die des Mangels, nämlich die von dem, was wir nicht wollen. Das heißt, wenn wir uns nicht mehr so sehr damit beschäftigen, wann endet es denn? Mit dieser Schwingung von, ich will, dass es aufhört und all dem, was ich nicht mehr will, sondern uns dem zuwenden, okay, ich weiß, dass auch diese Phase vorbeigeht. Ich weiß das. Alles, alles vergeht. Alles. Das, was gewünscht ist und das, was nicht so gewünscht ist, ja, im Leben, das, was uns happy macht und das, was uns schwer fällt und das alles, es sind Zyklen, es sind Wellen, es sind Kreise, es sind alles vergeht oder geht in etwas anderes über und so auch mit dem, was wir gerade erleben. Und das sagt uns die universelle Intelligenz ganz klar. Wir bleiben nicht hier stecken, denn das ist Leben. Das ist die universelle Energie selbst, ja, das Leben selbst, der Ursprung des Lebens selbst, ist Entwicklung. Erst wenn Entwicklung nicht mehr stattfindet, ist kein Leben da, also Tod, Ende, nix. Ja, also erst wenn Entwicklung, wenn es nicht mehr vorwärts geht, wenn es nicht mehr wandelbar ist, wenn es nicht mehr, aber dann ist auch da nichts mehr. Ja, also dann, das heißt, dieses, solange es lebendig ist und wir hier befinden uns in diesem lebendigen Umfeld, in diesem lebendigen Sein, so lang wird es natürlich weiterfließen. Und das bekommen wir dann mitgeteilt. So, von der geistigen Welt oder vom universellen Feld. Und dann und das andere ist eben, also dieses, wenn wir rauskommen aus der Ungeduld, okay, ich möchte, dass bald vorbei ist, eher hin zu dem, wenn du jetzt fragst, ja, aber was mache ich denn dann, wenn ich jetzt halt nun mal die Ungeduld fühle? Ja, weil diese schönen Worte von lass das einfach, fühl das nicht mehr. Ja, das nützt überhaupt gar nichts, wenn ich nicht weiß, was ich denn stattdessen machen soll, weil ich fühle nun mal, was ich fühle und ich brauche es mir auch nicht anders einreden. Ja, also da treten dann oft psychisch und emotional die größten Schwierigkeiten auf, wenn Menschen sich Dinge einreden sollen,
die sie nicht so empfinden. Okay, also fühle, was du fühlst, absolut. Denke, was du denkst, absolut. Aber dann, komm wieder in dein größeres Bewusstsein. Nämlich, dass du weißt, das, was ich gerade empfinde, ist völlig verständlich aus menschlicher Sicht, ist völlig verständlich von meinem Sein, von meiner Konditionierung, von dem, wie ich so denke, wie meine Gedanken so sind. Völlig verständlich, aber nicht zuträglich dem, dass ich kreiere, was ich möchte. Und dann shiftest du, weil dann kommst du auf die Metaebene und dann vollziehst du die Brücke, gehst über die Brücke zu dem Punkt, okay, stattdessen möchte ich. Wieder ein Leben in Freiheit. Wieder fühlen, da ist Selbstbestimmung. Wieder fühlen, da ist, oder wahrnehmen, da ist Respekt. Wieder, was auch immer es ist, dass du gerade vermisst in dieser Situation, warum du da auch raus möchtest oder möchtest, dass sie endet. Ja, ich möchte wieder mich sicher fühlen, wenn ich rausgehe. Ich möchte wieder Menschen umarmen, wenn ich rausgehe. Ich möchte wieder ihre Gesichter sehen, wenn ich rausgehe. Ich möchte wieder ziellos durch die Stadt gehen, ohne ganz schnell in einen Laden rein und raus huschen zu müssen, weil mich diese sterile, bedrückende Energie da drin kaum mehr atmen lässt. Ja, wortwörtlich. Ich möchte wieder, was auch immer wir möchten, was auch immer, wonach auch immer unser Herz und unser Sein sich sehnt. Und dann beschäftigen wir uns damit. Und schon indem wir uns damit beschäftigen, verändern wir die Energie und schaffen die Plattform, die Basis für das, was wir jetzt kreieren. Denn alles ist Energie und dann senden wir diese Energie raus. Okay? Und nochmal zurück zu dieser, wann endet denn das, liebes Universum? Gib mir bitte die Antwort. Please, ja, kann irgendein Channel, irgendein Wahrsager, irgendein Medium mir sagen, wann das endet. Ich muss nur das Richtige erwischen und dann sagt es mir den richtigen Zeitpunkt. Ein Grund, warum das auch nicht stattfinden kann, ist, weil die Frage nicht die richtige ist. Also die Frage ans Universum oder Gott oder die Quelle, ist nicht, wann endet es. Die richtige Frage ist eher, was darf ich zu dieser Situation jetzt wissen? Was ist in dieser Situation jetzt wichtig für mich? Wichtig für mich zu wissen, wichtig für mich zu lernen, wichtig für mich zu erkennen, wichtig für mich zu sehen, wichtig für mich zu erfahren und zu erleben. Denn wir dürfen ja auch, wir sind ja in dieser dualen Welt, nicht nur um jetzt total in Freude und Ekstase aufzugehen und nichts mehr anderes wahrzunehmen, sondern wir sind nicht ohne Grund in dieser dualen Welt. Was kann ich also in diesem extrem dualen Erleben im Moment, was kann ich daraus mitnehmen für mich, das vielleicht anders gar nicht möglich gewesen wäre? Auch mit dem, was ich extrem im Außen wahrnehme, extrem im politischen, im wirtschaftlichen, im gesundheitlichen Sektor, wie auch immer, was kann ich da wahrnehmen, das ich sonst vielleicht nie wahrgenommen hätte? Und wie kann das mir dienen? Wie kann das mich weiterbringen? Das sind die Fragen, die uns helfen, die Antworten zu erhalten, die uns letztendlich weiterbringen. Denn Zeit spielt nicht wirklich die Rolle. Klar, aus menschlicher Sicht absolut. Aber letztendlich ist es nicht wichtig. Denn es hängt immer wieder damit zusammen, was ich zu Beginn gesagt habe, warum sind wir denn hier? Was wollen wir denn hier? Worum geht es? Es geht um Entwicklung. Und nicht Entwicklung zu einem bestimmten Endziel, sondern Entwicklung immer im Blick auf in die Tiefe gehen, nicht ankommend. Das bedeutet, jeden Moment so ausschöpfen, dass das größte Potenzial an Entwicklung, an Wachstum, an Schöpferkraft, an Tiefe erreicht werden kann, an Lebendigkeit, an Bewusstsein, an Freude.
Und in dieser Tiefe weitet sich das Feld, also weitet sich das Bewusstsein, weitet sich die Selbsterfahrung der Schöpfung. In dieser Tiefe. Wir können es natürlich an der Oberfläche machen, aber das ist nicht halb so spannend, wie wenn wir alles wirklich in der Tiefe erleben. Genauso wie diese wirklich herausfordernden Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Ist nicht easy. Und manche haben es extrem schwer und werden vom Großteil der Menschen gar nicht gesehen. Ja, ich habe auch immer wieder Gespräche mit Menschen, die nehmen gerade gar nicht wahr, was um sie herum geschieht. Die nehmen es nicht wahr. Die denken immer noch, es geht hier, sagen wir mal, bei gewissen Maßnahmen um Gesundheitsschutz. Die sehen unterschiedliche Aspekte dazu. Durchaus kann das ein Aspekt sein. Aber die sehen die ganzen anderen Aspekte nicht. Ja? Und jeder darf ja seine Realität haben. Es ist nicht ohne Grund so, dass die dann gewisse Dinge nicht sehen oder dass andere nur noch andere Aspekte im Vordergrund sehen. Aber da dürfen wir auch wieder auf unsere Reise gehen zur Selbsterforschung. Und es ist so wichtig, dass wir dabei immer wieder uns selbst hinterfragen. Das bedeutet unsere Glaubensmuster. Warum glauben wir denn etwas zu wissen? Warum meinen wir, das ist unumstößliche Wahrheit? Egal in welche Richtung, egal in welchem Bereich. Und das heißt nicht, dass das nicht so ist. Das heißt aber, dass wir bereit sind, und das ist eben auch erweitertes Bewusstsein, dass wir bereit sind, unser Bewusstsein, unsere Annahmen, unsere Konditionierungen zu hinterfragen. Und nur weil mein ganzes Umfeld genauso denkt wie ich, heißt es noch lange nicht, dass das der Anfang und das Ende von allem sind. Und diese Bereitschaft, sich selbst zu hinterfragen, die eigenen Glaubenssätze, die eigenen Gedankenstrukturen, das, wo wir so immer schnell hinlaufen innerlich, da kommt etwas auf uns zu und zack, gehen wir in unser Programm und bilden uns unsere Meinung, unseren Standpunkt. Und das haben wir, weil wir so sind, wie wir sind. Wir sind die mit Prinzipien oder wir sind die mit Freigeist oder wir sind die mit wo auch immer wir uns einordnen. Und dann bilden wir diese Meinung ruckzuck aus unserem Programm heraus und oft, auch in schwierigen Prozessen, gehen wir dann eher diejenigen an, die anderer Meinung sind, anstatt uns zu hinterfragen und zu schauen, bin ich da vielleicht tatsächlich nicht auf dem richtigen Dampfer? Ja, vielleicht, und auch zu merken, das Ego, dem gefällt es natürlich nicht, aber dem Bewusstsein gefällt es, dieses, okay, everything goes. Lass uns doch mal alles, alle Optionen, alle Varianten, alle Theorien, alle Möglichkeiten auf den Tisch werfen. Nicht nur meine vorgefertigte, zu der ich vielleicht noch einen gewissen Bezug habe oder eine gewisse Affinität. Ja, die hätte ich vielleicht schon gern, dass das so ist, dass ich mir auch bestätigen kann. Ich kann analysieren, ich kann die Dinge gut einschätzen und so weiter. Sondern lass uns doch mal alles anschauen. Und dann mit dem erweiterten Bewusstsein, ohne Attachment, ohne Bindung an irgendeine Variante, völlig frei, dann in Verbindung treten mit der universellen Weisheit, der universellen Intelligenz und dann die Fragen stellen, die wir haben und dann schauen, was kommen für Antworten. Aber dafür müssen wir wirklich sehr selbstkritisch sein und auch wirklich bereit, dem Ego zu sagen, hier, guck mal, da ist dein Plätzchen. Ich möchte jetzt von der Wahrnehmung her, von meinem Bewusstsein her die Dinge angehen. Auch Situationen, wie wir sie gerade erleben in unserem Leben. Es gilt für jede Alltagssituation, es gilt für alle unsere Beziehungen, es gilt für jeden Aspekt in unserem Leben. Aber wenn wir jetzt mal so die globale Situation, die uns alle betrifft, gerade betrachten, dann gilt es definitiv auch für diese. Und dann merken wir auch, wenn wir bereit sind, das zu tun, entspannen wir uns. Denn auch diese, sobald wir uns da öffnen und nicht mehr festhängen an irgendeiner Theorie oder irgendeiner Meinung oder irgendeinem Standpunkt, sondern das Licht der Wahrheit, und jetzt meine ich wirklich der universellen Wahrheit, der göttlichen Wahrheit, der Ursprungswahrheit, darauf scheinen lassen, sind die Dinge sehr klar. Und so eine Frage wie, wann endet das, erübrigt sich, denn es hat schon lang geendet. Also, weil Zeit ist einfach, was das für uns gerade noch relevant ist. Ja? Aber das, so eine Frage erübrigt sich dann, denn die Wahrheit stellt sich diese Frage nicht. Denn darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass etwas endet. Es geht darum, wie wir kreieren.
Und zum Beispiel auch, wie wir das Ende von etwas und den Neubeginn von etwas anderem kreieren. Und anstatt jetzt zu schauen, wann endet es, darf ich uns alle einladen, schon über diesen Zeitpunkt, geh schon davon aus, okay, it's over. Denn der Zeitpunkt kommt, it's over. Was soll denn danach sein? Wie lebst du? Angenommen, es ist gestern alle Maßnahmen, alles beendet, alles over. Man kann hinfliegen, wo man will, man kann rumlaufen, wie man will, man kann jeden abbusseln, wenn man das möchte. All das ist möglich. So, was tust du am Tag danach und in der Woche danach und im Monat danach? Wie verändert sich dein Leben? Beziehungsweise, welche Entscheidungen triffst du? Wie verändert sich dein Leben? Du sagst vielleicht, ich sitze dann nicht mehr so viel am PC, sondern gehe wieder mehr raus, ich treffe mich mehr mit Menschen und so. Also du stellst dir das vor. Und das darfst du auch, also wirklich, ich lade dich auch ein, das ganz so auf die alltägliche Ebene zu bringen. Und dann aber zu gucken, okay, was geschieht, wenn ich mich schon damit beschäftige? Und da geht es dir besser, da geht es dir leichter. Ich fühle mich wieder frei, ich kann wieder hingehen, wo ich will. Ich habe abends niemand, der mir sagt, sei um 9 Uhr zu Hause oder whatever. Und dieses Gefühl von, was möchtest du danach? Also auch dieses, okay, was möchtest du denn dann in den Nachrichten sehen, wenn diese Thematik nicht mehr auftaucht? Da kommt nichts mehr vor von Inzidenzen, da kommt nichts mehr vor von ab morgen ist dies und ab nächster Woche diskutieren sie wieder über das. Das ist alles weg. Was möchtest du stattdessen? Kommt dann das Nächste, wo du sagst, naja, dann werden sie halt über den politischen Konflikt da oder militärischen Konflikt da berichten und dann wird das Thema Klima eine große Sache sein, die wir alle dann wieder angehen müssen und als Problem behandeln. Oder beschäftigst du dich schon damit? Nein. Dann werden auch die Botschaften, du beschäftigst dich damit, welche Botschaften dann auch zu dir kommen sollen. Und wiederum, indem du das tust, trägst du dazu bei, dass das, was du möchtest, sich manifestieren kann. Und du fühlst dich lockerer. Also die Einladung, jetzt zum Schluss wirklich. Stell dir vor, der Zeitpunkt war schon. Gestern wurde alles beendet. Was ist ab heute anders? Wie lebst du ab heute? Was tust du? Wie fühlst du dich? Wie fühlen sich die anderen? Wie fühlt sich alles an? Und schreite hinein in dieses Manifestieren, diese Energien. Und damit tragen wir dazu bei, dass es schneller endet. Indirekt. Aber es geht nur auf die positive Art. Dieses etwas gegen etwas zu gehen, erhält es einfach viel länger aufrecht. Okay? Und deshalb sage ich auch immer, gerade bei, wenn wir rausgehen, um etwas zu bekunden auf Demonstrationen oder spazieren, dass wir benennen, wofür wir das tun. Diese Frequenz, diese Energie für und nicht gegen. Dass unsere Plakate beinhalten, wofür wir sind, nicht wogegen. Denn jedes Wort und jeder Satz trägt eine Frequenz und eine Schwingung. Und wir wollen die Schwingung von dem, was wir wollen, verstärken, nicht die von dem, was wir nicht wollen. Okay? Okay. Ich wünsche uns für heute einen wunderschönen Tag, uns allen. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn du willst.